Wir sind hier im Garten der ehemaligen Benediktinerabtei Seligenstadt. Die Abtei diente den Franzosen als Hauptquartier. Nach der Schlacht bei Dettingen wurde sie als Lazarett genutzt.
Das einst prächtige Epitaph des jungen Herzogs wurde laut der bereits zitierten Literatur später rückgebaut. Wann dies geschehen ist, können wir nicht genau sagen. Wahrscheinlich nach 1926. Auch die Gründe für den Rückbau bleiben unklar. Geschah dies aus einer antifranzösischen Stimmung heraus oder hielt man das Grabmal einfach für zu dominant für den Kirchenbau? Laut dem Inventarverzeichnis der katholischen Pfarrei Seligenstadt gelangten Teile des Epitaphs dann in das Museum in der Abtei. Unsere Suche nach den figuralen und ornamentalen Teilen des Grabmals führte zu keinem eindeutigen Ergebnis. Im Museum in der Abtei Seligenstadt fanden wir nur Säulen aus dem 9. Jahrhundert. Das Grabmal des Herzogs aber stammt aus dem 18. Jahrhundert. Man kann jetzt vermuten, dass diese Säulen im Grabmal des Herzogs eine sekundäre Verwendung fanden. Aber dies ist nur eine Vermutung. Immerhin sind die Säulen, so wie dies in der Literatur beschrieben ist, weiß. Und auch die Größe würde passen. Das Museumspersonal konnte uns leider nicht weiterhelfen. Vom ehemals pompösen Grabmal unseres Herzogs konnten wir leider keine Zeichnung, kein Foto finden. Wir zeigen euch hier das Familienwappen. Das ursprüngliche Grabmal unseres Herzogs darf man sich ähnlich pompös vorstellen. Die Schrift auf dem schwarzen Grabstein war golden ausgemalt. Flankiert wurde der Stein von 2 oder 4 Säulen. Der Aufbau bestand aus dem Wellenwappen, einem Hermelinmantel, 2 Putten mit Tränentüchern sowie der Herzogskrone. Das Lazarett in der Abtei Seligenstadt
bestand noch für 3 bis 4 Wochen. Täglich starben hier 30 bis 40 Mann an ihren Verwundungen oder an Seuchen. Die Toten wurden in großen Gruben auf dem Kirchhof beigesetzt. Einzelgräber mit Grabsteinen erhielten nur die höheren Offiziere. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Über ein Like würden wir uns freuen.